Wird nicht mindestens nachträglich wahrgemacht, was zuerst gelogen war? Und nachträglich fast die Gräuelpropaganda des Weltkriegs beglaubigt, als könnte überhaupt so viel gelogen werden, wie da wahr ist, und als wäre Lüge ein Vorwurf, den die Systematiker der Lüge gegen andere erheben dürften? Welche prinzipielle Unsauberkeit, das Dementi einer Ermordung, die bloß schwere Körperverletzung war, als Grundlage genereller Entkräftung zu offerieren? Und welche Erbärmlichkeit, die Bereitschaft, es als Grundlage der Beruhigung hinzunehmen, weil es doch zeige, wie die gute Sache verleumdet wird, wenn man ihr Opfer als tot ausgibt, das entsetzten Augenzeugen wie tot dazuliegen schien. Als gäbe es ein Protokoll der Panik oder auch nur die Möglichkeit von Information bei einer Gewalt, die die Grabesstille, zu der sie Menschen verurteilt, noch von deren Müttern und Gattinnen erpresst. Am 16. des Monats ging mein lieber Mann still dahin. Das Begräbnis wurde in aller Stille durchgeführt. Durch ein Missverständnis wurde mir mein Mann entrissen. Um stilles Beileid bittet. Unsagbarer Jammer. Kann Übertreibung einer Sphäre nahe treten, wo Aussage, Teilnahme und Nachforschung verwehrt ist und dem Terror nur die Furcht begegnet, Leiden zu vermehren und die Ansteckung dieser absurden Gefahr zu verbreiten? Könnte es denn, wo nur der leiseste Verdacht auf Gräuel besteht, ein sittlicheres Tun geben als Propaganda, eine lügenhaftere, nichtswürdigere Fiktion als deren Vorwurf? Natürlich ist es nicht zu glauben. Und alles klingt erfunden. Sei der gräuliche Inhalt nun simpel oder raffiniert. Doch mit Namen, Ort, Zeit und jeglichem Umstand wird beglaubigt, was zu einfach für die Erfindung wäre. Ein Hochofenarbeiter sollte aus der Wohnung geholt werden. Die Frau bittet, ihn daheim zu lassen und hier auszufragen. Zwei Ohrfeigen strecken sie auf die Diele. Die Kinder, ein 11-jähriger Knabe und ein 9-jähriges Mädchen kommen herzu, weinen, knien nieder und heben die Hände bittend für Vater und Mutter. Ein SA-Mann nimmt den Gummiknüttel und schlägt auf die Kinder ein. Wie unglaubwürdig erst der Bericht, wenn der Vorgang der erfinderischen Fantasie von Menschenquälern entstammte. Ein unscheinbarer Jude ernährt durch Lumpenhandel seine 5 Kinder. Zu ihm kommen SA-Leute und verlangen 500 Mark. Er kann sie nicht geben, weil er sie nicht hat. Er hat wohl niemals so viel Geld auf einmal gesehen. Sie schlagen ihn, dass er wimmernd auf dem Fußboden liegt. Endlich stöhnt er: In der Kommode sind 30 Mark für die Mietrate. Sie nehmen das Geld. Dann gießen sie ihm einen vollen Liter Rizinusöl ein, stecken ihn in einen Leinensack, binden beim Hals zu und schleifen ihn in den Keller. Das Öl wirkt. Der Mann kauert buchstäblich in Kot und Urin 4 Tage. Sein Schreien hört man in der Straße. Ein Metzger befreit ihn. Als das Opfer aus der Badewanne steigt, ist sein Leib vom Schmutz angefressen, als wäre er stundenlang gefesselt in einem Ameisenhaufen gelegen. Nur einer der Fälle, wo es noch gestattet ist, einen Wirtschaftsfaktor in der Freiheit der Entschließungen zu behindern. Einer der 1000 Fälle, wo kein Metzger, sondern die europäische Polizei einzuschreiten hätte,
einer der 1000 Fälle, über die nicht nur der Saal, der es hörte, sondern die Menschheit aller Rassen und Religionen in gellende Pfui-Rufe ausbräche, und erst dann hätte der Vermerk Gewicht: viele Frauen weinen. Aber die anderen glauben es nicht, und die es für möglich halten, beruhigen sich bei der Aufklärung des Ehrenvorsitzenden, es handle sich um die Differenz Einzelner mit dem einzelnen Lumpenhändler, die sie eben in ihrer Weise erledigt haben, und es wäre auch ihm erspart geblieben, wenn er mit solchen Lumpen Handel getrieben hätte, denn dann hätte er mehr als 30 Mark in der Kommode. Ohne jeden Unterschied der besonderen Gefühlsrichtung, als hätten sie Gefühl und Richtung, bekennen sie, dass die Gräuelpropaganda eine Lügenpropaganda ist und vertrauen auf eine Ruhe und Ordnung, nachdem deren höchster preußischer Garant Hermann Göring die Erklärung abgegeben hat. Jeder Schuss eines SA- oder SS-Mannes ist ein Schuss von mir. Doch ärger als Mord ist Mord mit Lüge. Am ärgsten die Lüge des Wissenden. Vorwand eines Unglaubens, der die Tat nicht glauben will, aber der Lüge. Willfährigkeit, sich so dumm zu stellen, wie die Gewalt ihn machen will. Grausame Idiotie. Nein, Verlogeneres und Stupideres als diesen Begriff Gräuelpropaganda kann es gar nicht geben. Und so oft er auftaucht, sei man sicher, dass kein Gräuel so schlecht erfunden sein könnte wie diese Abwehr eines schlechten Gewissens. An Schmählichkeit nur übertroffen von jenem Drang, nicht zu glauben, was man weiß. Von dem Vorsatz, das Unvorstellbare auch für unwirklich zu halten und noch den Rest von Empfänglichkeit einem Mechanismus der Titelettern zu Opfern, der diese Aushöhlung verbrochen hat. In den ersten Monaten der nationalsozialistischen Herrschaft hatte die nationalsozialistische Propaganda noch offen mit ihren Demütigungen von verfolgten Juden und Frauen und Gewerkschaftern auch mit Fotos geprahlt. Diese Fotos wurden nach der Reaktion im Ausland später zensuriert. Es geht also um das Phänomen, dass die Verantwortlichen diese Rechtsbrüche und Grausamkeiten gleichzeitig rechtfertigen und abstreiten. Wie sich die verfolgende Unschuld, ein Terminus, den Karl Kraus im Ersten Weltkrieg geprägt hat, wie sich die verfolgende Unschuld gegen die international berichteten Tatsachen wendet und sie erfolgreich als Gräuelpropaganda abstreitet. Erfolgreich deswegen, weil im Herbst 1933 sich die ausländische Presse wieder beruhigt. Die Gefahr von Sanktionen war abgewendet, die Olympischen Spiele, deren Austragung diskutiert wurde, konnten 3 Jahre später beginnen. Eine wichtige Stelle in dieser Passage ist die Forderung von Karl Kraus, eine europäische Polizei solle einschreiten. Sie bedeutet nichts anderes, als dass Karl Kraus sowie politische Beobachter in Frankreich und in England einen Präventivkrieg gegen Deutschland fordert.